Hallo Aqua Channel, heute geht es um eines der wichtigsten Elemente von den fünf Elementen, und zwar um das Wasser. Und zwar um die Wasserhärte. Es ist überhaupt kein Problem, aus weichem Wasser hartes Wasser zu machen. Aber aus hartem Wasser weiches Wasser, da habe ich zwei verschiedene Varianten für euch. Und die will ich euch jetzt vorstellen, weil das Wasser muss immer zu den Fischen passen. Denn die können ja nicht weg. Die sind da im Aquarium verhaftet. Die können nicht wie in der Natur mal sagen, auch heute an der Stelle ist doof, ich schwimme woanders hin. Irgendwann kommt die Glasscheibe. Darum müssen wir dafür sorgen, dass das Wasser im Aquarium immer zu den Fischen passt. Denn wir haben ja unterschiedliche Anforderungen. Zum Beispiel Malawi-Aquarium, Tanganyika-Aquarium, die wollen es gerne hart. Diskus-Aquarium, die wollen es gerne weich. Auch ganz viele Garnelen hätten es lieber weicher. Ein Amazonas-Aquarium hätte auch gern weiches Wasser mit einem pH-Wert unter 7. Oder der beliebte Guppy und Plati, die wollen mittelhartes Wasser. Also wir müssen immer gucken, dass wir unser Wasser an die Fische anpassen. Oder andersrum, die Fische an das Wasser, was wir zur Verfügung haben. Jetzt geht's los. Ja, was ich jetzt aufmale, ist ein bisschen technisch, aber wir kommen schon irgendwie klar. Und zwar male ich euch jetzt das Prinzip einer Umkehrosmose auf. So. So, einfach erstmal einen fetten, schönen Kasten malen. Und in dem fetten, schönen Kasten sind Wassermoleküle. Diese Wassermoleküle haben alle eine bestimmte Größe. So. Und die Wassermoleküle, die sind auch noch von anderen Molekülen umgeben, zum Beispiel Schadstoffe oder Silikate. Und gerade bei den Silikaten, es ist ein riesiges Problem in der Einfahrphase. Wir können die nur ganz schwierig aus dem System entfernen. Dabei hilft aber eine sogenannte Umkehrosmose. Die habe ich jetzt aufgemalt. Und eine Umkehrosmose macht Folgendes. Ich gebe hier oben mit 4 Bar Leitungswasser rein und presse das Leitungswasser im Prinzip durch eine Membran, das nennt sich semipermeabel. Und diese Membran hat wie ein Sieb Löcher, wo nur die Wassermoleküle durchpassen. Das heißt, alles, was hier dicker und größer ist als ein Wassermolekül, passt da nicht durch. Also das wird so durchgedrückt. Hier auf der Seite habe ich nur noch reines Wasser, keine Härtebildner mehr, keine Schadstoffe, keine Nitrate. Also ein sehr probates Mittel, um Reinstwasser zu erzeugen. Das Abwasser geht hier unten raus. Das Verhältnis bei unseren Osmosemembranen, natürlich abhängig von Wasserdruck und von der Temperatur, ist ungefähr 4:1. Und damit ich die korrekte Farbe mache, mache ich das hier auf. So. Aber natürlich kann man das Wasser hier auch noch weiter verwenden, um die Blumen zu gießen, den Garten zu wässern, im Haushalt. Man kann damit spülen, waschen, Toilette abspülen. Also wie gesagt, es ist einfach nur konzentrierteres Wasser und das Reinstwasser geht jetzt hier raus. Ich wollte noch mal ganz kurz über eine Begrifflichkeit sprechen, denn das, was hier abläuft, ist genau das Gegenteil von Osmose. Weil bei Osmose läuft dieser Vorgang andersrum. Wir drücken nur jetzt durch unseren Leitungswasserdruck Wasser hier durch. Darum nennt sich das Umkehrosmose, dieses Verfahren. Aber in der Umgangssprache ist häufig das Wort Umkehr weggefallen. Also haben wir nur noch Osmose. Das nennt sich also Osmoseanlage, was aber eigentlich falsch ist. Eigentlich muss es Umkehrosmose heißen oder im Englischen Reverse Osmosis. Also wenn man mal englisch unterwegs ist, RO, Water, zack, Bums. Ja, jetzt haben wir Reinstwasser hergestellt. Und das müssen wir natürlich jetzt wieder aufbereiten, um auf unsere entsprechende Wasserhärte zu kommen. Wenn man keine Schadstoffbelastung hat, kann man das einfach mit Leitungswasser verschneiden. Das funktioniert wunderbar. So. Leitungswasser funktioniert. Oder
Was wir auch nehmen können, sind zum Beispiel bei unseren Salzen die Shrimp King Salze. Die gibt es in drei verschiedenen Varianten, in den verschiedenen pH-Bereichen. Ist ganz, ganz cool, weil Garnelen fressen die ganze Zeit und durch die Verwendung unserer Salze habe ich einen extrem guten Aufwuchs und die Garnelen können viel besser abweiden, ist extrem gesund. Oder natürlich für das klassische Aquarium, da nehme ich ganz einfach das Re-Mineral und härte auf. Funktioniert auch gut. Ja, das ist das Verfahren, wenn ich viel Wasser brauche. Was mache ich, wenn ich jetzt ein kleines Nano-Aquarium habe? 20 Liter, 30 Liter. Da empfehle ich euch eine ganz super einfache Geschichte. Und zwar Zit. 20 Liter Nano. Ja, hier vorne gebogene Scheibe. Zack, zack, zack. Ich habe hier einen kleinen Eckfilter drin. Und für diesen Eckfilter kann ich eine sogenannte Filter-Extension kaufen. Einfach mal bei uns in der Wasserwelt nachschauen, bei uns auf der Homepage nachschauen. Und diese Filter-Extension ist nichts anderes als so eine Art, ja, wie so ein kleiner Tankrucksack, den ich vorne auf meinen Filter draufklicke. Und die Filter-Extension befülle ich jetzt mit Soil. Und dadurch habe ich einen pH-Wert, der leicht runtergeht, auf ungefähr 6,8. Ich habe eine Carbonathärte, die leicht runtergeht und das Wasser wird abgepuffert. Und der Riesenvorteil, wenn ich Soil verwende, mein Wasser wird auch noch extrem klar. Also eine super Idee, einfach unseren Soil nehmen und im Filter verwenden. Natürlich auch in jedem beliebigen Außenfilter. Mit Soil mache ich mein Wasser weicher und gleichzeitig auch deutlich klarer. Es ist echt ein cooles Zeug. Oder ich nehme es ganz einfach im Aquarium als Bodengrund. Denn dadurch reduziere ich auch schon meine Wasserhärte. Also entweder Anwendung im Filter oder als Bodengrund funktioniert wunderbar. Ja, wir haben unser Aquarium mit Soil gefiltert. Entweder in der Filter-Extension für unsere kleinen Eckfilter oder als Außenfilter, Filtermaterial im Filternetzbeutel. Und woran merke ich jetzt, dass es erschöpft ist? Ganz einfach, ihr müsst einmal kurz testen. Nehmt unsere Stäbchentests und testet die Carbonathärte und den pH-Wert. Wenn die wieder ansteigen sollten, dann könnt ihr sicher sein, aha, es ist erschöpft. Ist auch gleichzeitig die beste und günstigste Art, weil ihr müsst nur neues Soil nachladen, wenn pH-Wert und Carbonathärte wieder hochgehen. Ja, das war wieder eine neue Folge unserer kleinen Sketchnotes oder Ich mal mir Aquaristik oder Aquaristik wie gemalt. Wir haben darüber gesprochen, wie wir aus hartem Wasser weiches Wasser machen können. Und da habe ich entweder die Umkehrosmose oder umgangssprachlich Osmose. Das Wasser muss ich hinterher nochmal aufbereiten, aber ich komme auf ein perfektes Ergebnis. Ist ideal, wenn ich größere Wassermengen brauche. Ja, oder ihr nehmt unser Soil entweder als Bodengrund oder wenn ihr einen anderen Bodengrund drin habt, könnt ihr Soil auch im Filter verwenden. Ihr habt ein Spitzenwasser, absolut perfekt. Einfach mit einem Stäbchentest nachmessen. Wenn die Carbonathärte und der pH-Wert wieder hochgehen, wisst ihr, ihr müsst einfach ein bisschen austauschen und nachladen. Wenn euch der Film gefallen hat, einfach unten auf Gefällt mir klicken, drückt die Glocke, dann habt ihr uns abonniert. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.